Mein Name ist Thomas Bernhard und in diesem Video möchte ich euch das To-Do-Listen-Werkzeug Wunderlist von den sechs Wunderkindern in Berlin vorstellen. Ich möchte euch zeigen die Grundfunktionen dieses Dienstes und vor allen Dingen darauf eingehen, wie ich es persönlich verwende, für die Arbeit verwende, aber auch für mein Promotionsstudium. Zunächst einmal bin ich auf die Seite von Wunderlist gegangen, um euch die Grundfunktionen darzustellen. Auf der Webseite werdet ihr sehen, wird ganz schick in tollen Bildern gezeigt, was eigentlich die wesentlichen Merkmale von Wunderlist sind. Also einfaches Planen, selbstverständlich. Man kann sogar in Teams planen. Dazu möchte ich gleich ein bisschen was sagen. Man kann es überall nutzen, also auf den unterschiedlichsten Geräten, Mac, iOS, auf Android und Windows. Und es gibt zahlreiche Funktionen, die ich euch jetzt ganz kurz mal in der Übersicht darstellen möchte. Und zwar: Zu Beginn gibt es einmal die Funktion wiederkehrende Aufgaben, eine für mich sehr wichtige Aufgabe, die ich persönlich sehr häufig nutze, weil viele To-Dos sind Sachen, die einfach alle 2, 3, 4 Wochen immer wiederkehren. Und das ist möglich in Wunderlist. Ich kann sagen, okay, wie häufig soll denn dieser Dienst oder diese Aufgabe erscheinen? Auch eine wichtige Funktion, die das Wunderlist von den anderen To-Do-Listen-Tools ein bisschen abgrenzt: Man kann Teilaufgaben für eine Aufgabe anlegen. Das heißt, eine Aufgabe besteht ja durchaus aus verschiedenen Schritten und man schafft nicht alle Schritte gleich an einem Tag. So kann man sagen, okay, diese Aufgabe ist für den und den Tag definiert, aber bestimmte Teilaufgaben kannst du nur schaffen, hakst die ab und dann verschiebst du die Aufgabe auf den nächsten Tag. Man kann Listen teilen, das kann man mit im Team machen, das kann man mit Freunden machen, das kann man mit Kollegen machen oder auch, so wie ich es zum Beispiel tue, mit der Frau und kann sozusagen Einkaufslisten führen oder Haushaltspläne. Das zeige ich euch nachher einmal. Man kann Notizen an Aufgaben dranheften. Man kann ein Fälligkeitsdatum und eine Erinnerung festlegen. Okay, das ist ein Feature, was eigentlich jede To-Do-Listen-App können sollte. Aber natürlich kann das auch Wunderlist. Dann kann man sich benachrichtigen lassen. Das kann man per E-Mail machen. Das kann man per Push-Notifikation auf iOS-Geräten machen oder Android. Und man kann es natürlich auch in der App selber machen. Das heißt, wenn man die App aufruft, dass einfach ein Pop-up kommt und sagt, okay, die und die To-Dos sind heute fällig. Außerdem gibt es noch eine Druckenfunktion. Das heißt, für diejenigen, die es tatsächlich eher als papierende Version mögen, können sich die Aufgaben sogar mit den Teilaufgaben ausdrucken lassen und dann händisch die Häkchen dran setzen. Außerdem gibt es Integrationen für den Browser, sozusagen Add-ons, die es dann ermöglichen, Webseiten in der Wunderlist abzulegen. Und ein ganz wichtiges Feature natürlich ist die Cloud-Synchronisation. Das heißt, eines der zentralen Punkte überhaupt an den Funktionen. Und zwar kann ich natürlich die Aufgaben, die ganzen Listen, die ich angelegt habe, synchronisieren von meinem Mac auf mein iOS-Gerät, auf mein theoretisch mein Windows-Gerät, auf alle Geräte, mit denen ich mich auch mit meinen Account dann angemeldet habe, sind die aktuellen Listen, das, was ich getan habe, was ansteht an Aufgaben und auch meine wiederkehrenden Aufgaben werden alle synchronisiert. Das Ganze kann ich mir auch in Mails umwandeln, Aufgaben. Und es ist vor allen Dingen, und das finde ich sehr, sehr löblich von den sechs Wunderkindern, dass es tatsächlich eine sehr, sehr umfangreiche, kostenlose Version gibt. Pro-Features sind insbesondere, wenn ich wirklich mit größeren Teams arbeiten will, wenn ich mehr Aufgaben zuweisen will oder noch mehr Teilaufgaben anlegen will, erst dann sozusagen, wenn ich es in der Firma einsetzen will, kommt erst ein Pro-Konzept zu tragen. Ansonsten, wenn ich es für mich alleine nutze oder in einem ganz kleinen Team, kann ich das Ganze eigentlich auch kostenlos verwenden. Jetzt zeige ich euch ganz kurz mal, wie ich Wunderlist verwende. Insbesondere verwende ich Wunderlist auf meinem Mac. Dafür nutze ich die Mac OS App und die nach der Installation integriert sich hier oben in der Taskleiste. Das ist ein kleines Icon hier oben und wenn ich da draufklicke, sehe ich sofort meine Wunderlist. Standardmäßig wird der Eingangsbereich angezeigt. Leider ist das ein bisschen ärgerlich, weil der Eingangsbereich wird insbesondere dann genutzt, wenn man sich Aufgaben zuweist, das heißt im größeren Team verwendet. Das mache ich nicht, deshalb ist mein Eingang eigentlich immer leer. Was nicht heißt, dass ich keine Aufgaben habe, sondern einfach, dass ich diese Funktion nicht verwende. Leider kann man es auch nicht deaktivieren. Vielleicht kommt das in einer der nächsten Versionen. Wäre auf jeden Fall sehr schick. Man sieht auf jeden Fall hier auf der linken Seite die ganzen Listen, die ich mir schon angelegt habe. Das sind alles Listen, die ich nur für mich alleine nutze. Das heißt, da ist natürlich ganz oben die Promotionsliste, dann kommt die Lehre. Das, was ich im Team KDW, also Carsten Wolf, nutze, was ich für Paper und so weiter, das sind meine ganzen Listen. Dann gibt es Listen, die ich teile.
Das ist meine private Liste, die Liste von meiner Frau und die Liste, die wir gemeinsam führen, sowie eine Einkaufsliste. Man sieht das daran, dass hier zwei Personen abgebildet sind. Und ja, das ist schon eine der zentralen Funktionen, dass man auch Listen teilen kann. Ansonsten hier oben, das sind Listen, die werden automatisch generiert. Und zwar dann, wenn ich meine Aufgaben tatsächlich mit einem Datum versehe. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Aufgabe anlege, erscheint hier so ein Kalendersymbol. Und in diesem Kalendersymbol kann ich jetzt sagen, okay, wann soll denn diese Aufgabe fällig werden? Ich sage jetzt einfach mal am 30., also morgen. Und möchte ich denn daran erinnert werden? Ja, erinnere mich mal dran, morgens um 8 Uhr. Bitte sage mir dann, dass das Ganze aufpoppt und ich das da erledigen soll, diese Aufgabe. Außerdem kann ich sagen, soll diese Aufgabe wiederholt werden. Ich habe das vorhin schon in dem Überblick dargestellt. Man kann Aufgaben wiederholen. Das kann man entweder jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat. Man kann das auch noch spezieller machen. Ich mache jetzt einfach mal jede Woche. Das kann man dann nachher auch noch editieren. Theoretisch kann ich es jetzt auch noch mit einem Stern versehen, also die Aufgabe priorisieren. Das nutze ich nur sehr selten. Ich klicke auf Enter und dann habe ich hier eine neue Aufgabe. Das ist sozusagen mein Eingang. Theoretisch kann mir auch andere Leute, wenn ich im Team dieses Tool nutze, Aufgaben zuweisen. Die landen dann auch im Eingang und ich kann dann diese Aufgaben hier einfach auf die Liste setzen, für mich wichtig ist. Also hier zum Beispiel setze ich es jetzt mal auf die To-Do-Liste Thomas. Und auf der To-Do-Liste Thomas sieht man jetzt hier eine neue Aufgabe, die ist morgen zu erledigen. Und dadurch, dass es sie mit einem Datum versehen ist, wird sie auch angezeigt an anderer Stelle. Und zwar nicht, klar, heute nicht, aber in der Wochenübersicht sehe ich schon, morgen am 30. April ist die neue Aufgabe fällig. Also sobald ich mit einem Datum arbeite, wird das Ganze auch gruppiert in diesen dynamischen Listen sozusagen. Ein anderes Feature, was sicherlich noch sehr, sehr spannend ist, ist, dass man mit Teilaufgaben arbeiten kann. Und zwar, wenn ich jetzt hier in diese Aufgabe zum Beispiel hineinklicke, sieht man, okay, es steht für heute an, Episoden schneiden und überarbeiten. Da bin ich gerade dabei. Ich nehme gerade Wunderlist auf. Das heißt, wenn ich fertig bin, also auch die anderen Dienste aufgenommen habe, mache ich hier ein Häkchen. Aber zu dieser Aufgabe gehören noch viele andere Schritte, wie zum Beispiel das Hochladen dieser Videos. Und dann gibt es noch andere Episoden, die ich machen muss. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Teilaufgaben. Ich kann noch weitere Teilaufgaben hinzufügen. Und dann kann ich dieses Datum, wenn ich das für heute erledigt habe, kann ich das dann einfach verschieben gegebenenfalls, dass ich das die weitere Bearbeitung an einer anderen Stelle mache. Genau, ansonsten kann man zu so einer Aufgabe auch noch andere Dinge hinzufügen, wie zum Beispiel Notizen. Man kann auch Dateien hinzufügen und man kann natürlich mit Kommentaren arbeiten. Aber das macht erst in dem Moment Sinn, wenn ich tatsächlich im Team arbeite oder eine geteilte Liste habe, wie ich das hier mit meiner Frau habe zum Beispiel. Genau, ansonsten gibt es noch für die Aufgaben die Funktion der Tags. Und zwar mit solch einer Raute. Das kennt ihr vielleicht aus Twitter oder werdet ihr noch kennenlernen aus Twitter. Mit einer Raute und dann einer Kurzbezeichnung kann man Aufgaben innerhalb einer Liste, wie hier zum Beispiel der Lehrerliste, kann man das Ganze gruppieren. Also ich habe mehrere Veranstaltungen, E-Tutor gehört auch noch mit dazu. Und ich kann dann sozusagen mir alles aufrufen, was für dieses Tag, mit diesem Tag versehen ist. Und dann sieht man hier viele Aufgaben, die ich schon erledigt habe, Aufgaben, die wiederkehrend waren, die E-Studie-Rundschau erstellen zum Beispiel, RS, die gab es schon sehr, sehr häufig. Das Aufgabenanliegen gab es auch schon sehr, sehr häufig, das hatte ich euch vorhin schon mal gezeigt. Also man kann hier diese verschiedenen Wochenangaben machen zur Wiederholung. Genau, und wie gesagt, diese Tag-Funktion ist zum Gruppieren eigentlich gar nicht so verkehrt. Ansonsten finde ich das allerdings ein bisschen ärgerlich, weil es gibt diese Funktion leider nicht auf den iOS-Geräten. Das heißt, hier sieht man, ist das mit einem Link versehen. Wenn ich jetzt mal auf einen Screenshot von meinem iPhone wechsle, generell sieht es genauso aus, das ist auch total schick. Allerdings ist das hier nicht mehr als Link hinterlegt, sodass ich das auch nicht weiter, also diese Gruppierungsfunktion da nicht verwenden kann. Und das sieht man auch hier, es ist auf dem iPad genauso, es sieht genauso aus, wie wir das eben in der App gesehen haben. Es ist an sich alles super, allerdings mit dem Nachteil, dass ich hier nicht diese Tag-Funktion verwenden kann. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch mit einer späteren Version von Wunderlist. So, ich denke, dass ich euch die wesentlichen Punkte vorgestellt habe. Das Teilen von Listen ist echt eine tolle Sache. Man sieht das hier zum Beispiel mit einer Einkaufsliste, sehr, sehr praktisch. Man braucht, ehrlich gesagt, keine papierne Listen mehr führen.
wenn man solch eine Einkaufsliste digital hat. Man geht im Laden, hat sein Smartphone dabei und hakt einfach ab, was man erledigt hat. Der spannende Nebeneffekt ist, dass der Partner dann auch sieht, was man schon besorgt hat. Und wenn etwas nicht abgehakt ist, kann der Partner das dann noch besorgen. Das kann man natürlich in der WG genauso führen, solch eine Liste. Man kann dann einfach sagen, okay, was hast du gemacht, was hast du erledigt? Und ja, ein ganz schicke Sache auf jeden Fall. Zusammenfassend kann man nur sagen, Wunderlist ist wirklich für mich eines der am häufigsten genutzten Dienste pro Tag, wenn man so will. Ich organisiere meinen ganzen Tag damit oder meine ganze Woche. Das heißt, ich arbeite auch viel mit diesen Terminzuweisungen und ja, so sehe ich dann in der Wochenübersicht ganz genau, wann, wie, wo, was erledigt werden muss. Was wiederkehrende Sachen sind, wie hier Papier, gelber Sack, das muss halt, ist so eine Sache, das vergisst man gerne mal, wird alle 14 Tage gemacht, sieht man auch hier, ist am 2. Mai zu erledigen, das nächste Mal in 2 Wochen. Ich lasse mich bei der an der Stelle sogar erinnern, weil das tatsächlich so eine Sache ist, man muss es ja am Tag vorher rausstellen. Ja, also das ist an sich, Wunderlist, sehr, sehr löblich, der Dienst. Ich kann euch den nur empfehlen. Ihr könnt euch sehr, sehr einfach bei Wunderlist registrieren. Und zwar hier registrieren gehen. Ihr könnt euch entweder mit einer E-Mail-Adresse und eurem Namen anmelden oder, falls ihr schon einen Google-Account habt oder einen Facebook-Account, der ein oder andere hat ja vielleicht Facebook, könnt ihr euch auch darüber registrieren. Ich finde es auf jeden Fall spannend zu erfahren, welche Erfahrungen ihr mit Wunderlist gesammelt habt. Vielleicht nutzt ihr es auch schon. Dann erstellt uns, gibt uns einen Erfahrungsbericht, wie eure Erfahrungen mit Wunderlist sind und testet es andernfalls einfach mal aus. Und gibt es eine Chance gegenüber der herkömmlichen Liste, die ihr vielleicht noch Papieren führt in eurem Terminblock? Es hat tatsächlich immense Vorteile, solch eine Wunderlist zu führen. Und wie gesagt, es ist ein deutsches Angebot. Was Datenschutz angeht, werden da Standards eingehalten, die durchaus ja vorzeigbar und gegenüber anderen Diensten natürlich durchaus einen Vorteil darstellen. So, nun danke ich euch vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video ist nicht ganz so lang geworden und es war, oder sagen wir so, es war ausreichend informativ für euch. Probiert es mal aus, schildert in euren Blogs eure Erfahrungen und wir sehen bzw. hören uns in einem der nächsten Tool-Videos. Bis bald.